Man hat's wirklich nicht einfach, wenn sich so viele Möglichkeiten anbieten. Gäbe es ja auch hier noch mancherlei zu entdecken. Wie wäre es etwa mit einer Erkundigungsreise durch die Wiener Innenstadt? Man könnte beim Burgtheater beginnen und dann einmal die Mölkerpastei näher betrachten. Unweit davon locken Kirche und die prächtigen Palastbauten auf der Freiung. Über den Heidenschuss führt der Weg zum alten Zeughaus und der Kirche am Hof. Noch ein paar Abstecher in idyllische Altwiener Seitengassen und wir stehen am Graben vor der berühmten barocken Bestsäule und dem eindrucksvollen Kuppelbau der Peterskirche. Das Burgtheater wurde in der Epoche des Ringstraßenstiles von Semper und Hasenauer geschaffen. Nach den Bombenschäden des Zweiten Weltkrieges wurde es im alten Charakter wiederhergestellt und 1955 feierlich eröffnet. Die Mölkerpastei ist ein Überrest der alten Stadtbefestigungen. Im Bascalati-Haus wohnte mehrmals Beethoven und schrieb viele seiner Werke. Über die Rampe erreicht man gut erhaltene Altwiener Häuser. Das sogenannte Dreimädelhaus steht allerdings mit Schubert in keinem Zusammenhang. 1803 erbaut, ist das typische Beispiel eines Bürgerhauses der Zeit des ausklingenden josephinischen Klassizismus dar. Ähnlich das Auge Gottes. Über dem massiven Gemäuer zeigen kleine Altwiener Häuser ihre Giebel.
Blicken wir von der Bastei zurück, erhebt sich vor uns die Fassade der Universität. Die Schottenkirche auf der Freiung geht auf die Gründung des Schottenklosters durch den Babenberger Herzog Heinrich Jasomirgott zurück. Sie wurde während des Mittelalters und der frühen Neuzeit mehrmals beschädigt und wieder gegen Ende des 30-jährigen Krieges von italienischen Baumeistern umgebaut und Ende des 19. Jahrhunderts in die heutige Form gebracht. Um Kirche und Kloster reihen sich stattliche Gebäude und Paläste. Das Palais Kinski ist ein Bau Lukas von Hildebrands. Die Freiung leitet ihren Namen von dem Asylrecht her, das den Verfolgten hier von der Kirche gewährt wurde. Platz am Hof war einst Schauplatz höfischer Festlichkeiten, Turniere. Das ehemalige bürgerliche Zeughaus stammt aus dem 16. Jahrhundert. Besonders einprägsam die Fassade der Kirche am Hof. Stimmungsbilder aus dem alten Wien bieten der Haarhof mit dem alten, verträumten Esterhazy-Keller oder die engen Gassen hinter der Kirche am Hof. Wo heute pausenlos der moderne Verkehr dahinflutet, lag einst der Befestigungsring des Wien. Beherrschend erhebt sich in seiner Mitte die prächtige Westsäule, ein barockes Lob- und Preislied auf weißem Stein. Kaiser Leopold I. errichtete sie in Erfüllung eines Gelübdes nach dem Erlöschen der Pest im Jahre 1679, die in Wien über 100.000 Opfer gefordert haben soll. Namhafte Künstler, darunter auch der jugendliche Fischer von Erlach, haben sie gestaltet. In realistischer Weise wird die Überwindung der Pest durch den Glauben dargestellt. Namenloses Leid hatte die Seuche über die Stadt gebracht. Darüber trägt die Wolkensäule von 9 Engeln umgeben die göttliche Dreieinigkeit in himmlischem Licht und irdischem Gold. Nach der Legende soll hier schon Karl der Große ein Gotteshaus zu Ehren St. Peters gestiftet haben. Die heutige Peterskirche ist ein barockes Bauwerk, anscheinend auch Johann Lukas von Hildebrand mitgearbeitet hat. Das prächtige Portal stammt von Andreas Altomonte. We'll be right back.
weiter gegen den Donaukanal zu, liegt der älteste Teil Wiens. Vom Hohen Markt gelangt man in die Wipplinger Straße zum alten Rathaus. Dahinter erhebt sich die gotische Kuppel der Kirche Maria am Gestade. Vom Marzenplatz führt eine Treppe zur freistehenden Ruprechtskirche. Der Fleischmarkt bildet mit Häusern aus dem Mittelalter einen besonderen Anziehungspunkt. Durch die Schönlaterngasse betritt man den Heiligen Kreuzerhof und wirft auf dem Rückweg noch einen letzten Blick auf die Dominikanerkirche. Auch die Vermählungssäule am Hohen Markt geht auf ein Gelöbnis Kaiser Leopolds I. aus dem Spanischen Erbfolgekrieg zurück und wurde von Fischer von Erlach, dem Jüngeren, errichtet. Sie stellt die Vermählung Mariens mit Josef dar. Ein Blick auf die beliebte Ankeruhr. Eben zieht Kaiser Marc Aurel vorbei. Trotz seines modernen Aussehens war der Hohe Markt einst das Zentrum der mittelalterlichen Stadt. Diese Fassade von 1699 schmückt ein viel älteres Gebäude in der Wipplinger Straße, das durch Jahrhunderte hindurch der Stadt Wien als Rathaus diente. Im Hof des alten Rathauses befindet sich eines der Hauptwerke Georg Raphael Donners, der sogenannte Andromeda-Brunnen aus dem Jahre 1741 mit einem Bleirelief, das ein Motiv aus der Sage von Perseus und Andromeda darstellt. Den architektonischen Rahmen fand Raphael Donner bereits vor. Besonders schön ist der durchbrochene spätgotische Turmhelm der Kirche Maria am Gestade, wie aus dem 14. Jahrhundert stammt. Der Name verrät uns, dass die Kirche ursprünglich direkt am Steilrand des alten Donauarmes lag. Am Rande der von modernem Leben durchpulsten Verkehrsader des Franz-Josef-Quais erhebt sich gleich einer Insel der Stille, sein Antlitz scheu hinter einer Blätterlaube verhüllend, das älteste Gotteshaus Wiens. Schon 740 erwähnt, stammt der heutige Bau der Ruprechtskirche aus dem 11. Jahrhundert. Gassen der Innenstadt bewahrt auch der Fleischmarkt in seinem Namen noch ein Stück Altwiener Kulturgeschichte. Der Winkel um das Griechenbeisel ist eine vom Fluss der Zeit unberührt gebliebene mittelalterliche Idylle. We'll be right back.
Das bemerkenswerte Muttergottesrelief in der barocken Fassade stammt noch vom früheren Renaissancebau aus dem 16. Jahrhundert. Nach einem kurzen Blick auf den Turm der St. Bernhardskapelle führt der Weg durch den Torbogen in den Heiligen Kreuzehof. Dieser friedliche Hof inmitten der Großstadt erweckt die Vorstellung ländlicher Abgeschlossenheit. Das Zisterzienser Stift Heiligen Kreuz hat hier in Wien seine Niederlassung schon im 13. Jahrhundert errichtet. Die heutige harmonische Anlage stammt aus der Barockzeit. Unweit davon erhebt sich die mächtige Renaissance-Fassade der Dominikanerkirche. Sagt doch Goethe, willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Musik.